Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part San Andreas Speedrun. Und ich habe hier kein Auto irgendwo stehen, also nehme ich das aus der Garage. In irgendeinem Farben und das brauchen wir ja, weil ich will nämlich jetzt nicht zu weiter. Wüsste zwar, was da dran kommt, aber eigentlich wäre es schon. Komm, wir fahren doch zu weiter. Dann zu Big Smoke. Was soll's? Das habe ich natürlich. Ja, jetzt habe ich natürlich das Auto aus der Garage geholt und ja, egal. Was soll's? Egal, ist Handcase und so weiter. Und wir fahren zum ja, Depot bei den Ocean Docks. Zum Glück weiß ich, wo ich lang muss. Ocean Docks. How we get this van? We are two Ocean Docks. Und ach, mir fällt was ein. Ich habe da noch so einen dämlichen kleinen Kommentar bekommen. Ich muss ihn einfach dämlich und kleinen von, wie heißt der, JamLTXX oder wie auch immer man das aussprechen soll. Ich soll doch die Untertitel anmachen. Na, warum? Ich habe doch explizit erwähnt, dass ich sie ausgemacht habe. Und wenn du sie sehen möchtest, dann guck mein 100% LP zu San Andreas. Weil ich habe sie nämlich extra ausgestellt, weil ich Zwischensequenzen alles überspringe und was interessiert mich das ganze Gelaber von denen? Brauche ich doch gar nicht zu lesen. Ich weiß eh, was die labern. Also, und wenn es dich interessiert, dann spiele das Spiel selbst durch oder guck mal in 100% LP. Muss ja irgendwie Werbung machen. Nee, Quatsch. Ich habe die Untertitel extra ausgeschaltet und dann schalte ich sie jetzt nicht einfach an. Hey, So, was stop haben where wir? you are! Ja, klar, ich bleib da stehen, wo ich bin. Wo seid ihr denn, ihr Kleinen? We've got an intruder! Sound the alarm! Be honest, huh? We got a license. Ja, komm schon. Zum Glück haben die ja nur. Komm, Headshot, bam. So, dann wollen wir doch mal hier eine kleine Missionsvorbereitung machen. Ach, das sind ja auch noch. Und du. Wunderhübsch. Machen wir nämlich eine kleine Missionsvorbereitung. Nämlich hier die ganzen Kisten an diese Stelle hier stellen. So, runter. So, direkt nebendran. Zack. So, und ja, wir sind. Aber mit weiter sind wir immer auf Beutezug. Ne? Waffen klauen, Waffen klauen, Waffen klauen. Das war es bei diesem alten Colonel, ne? Der Bude, der da irgendwie noch ordentlich was lagert, scheinbar. Dem hat es wohl sp damals Spaß gemacht, Nazis zu metzeln. Und hat da noch einige Souvenirs von übrig. So, jetzt holen wir die von draußen noch rein. Ja, dann haben wir den Zug, den Munitionszug überfallen. Den offensichtlich vorher noch ein paar Ballers überfallen haben. Ja, den haben wir aber gezeigt, wo der Hammer hängt, wa? So, den lasse ich gleich auf dem Stapler. So, das geht hier hoffentlich möglichst schnell. So, jetzt muss ich hier nur noch. Ja, komm schon. Nur noch das Tor aufschießen. Ach, da steht ja auch noch einer. Ain't that a surprise? I gotta go. Komm. Bam. Und das Tor aufschießen. Wunderhübsch. So, ich glaube, ich kann mir hier Nice Zeit job, lassen, DJ. weil Thought that was a mit dem suicide mission Zurückrennen. for sure. Weil, ach, guckt ja jemand die Schutzweste an. Okay, Wie arg we in. die gelitten Move, hat. Rider. So, weil da lässt sich hier ordentlich Zeit mit dem Einparken. Na, was der ausholt, wie ein Panzer. Also, echt. I'll watch our backs while you use the forklift to So, collect the crates. wollte ich gerade sagen, ich dash. Okay, homie, let's load this shit up. Der steht noch nicht richtig und ich habe fast schon das erste Teil drin, ne? Hä? Warum hat er die Kiste jetzt nicht aufgeladen? Hä? Bin ich irgendwie nicht richtig drin? Ah, jetzt. Ach, komm schon. Scheiß Kamera, dreh dich gescheit rum. So, ich glaube, ein Stück hoch muss ich noch. Na, das hat gereicht. So, die nächste Kiste.
Das reicht auch. Ach, muss gar nicht ganz hochfahren. So, immer mal ein Stückchen. Ja. Das kann ich nicht gescheit fahren hier. Shit, CJ! Shit! Ja, halt die Fresse, Ryder. Ach. Jetzt war es doch nicht hoch genug. Komm schon, mach hinne. Immer diese Zwischensequenzen mit dem Ausladen hier. So, muss immer die Kamera ein bisschen drehen. Gibt's ja wohl nicht. Die ganze Zeit hat es gelangt so hoch, wie ich es gemacht habe. Da ist die letzte Kiste. So, der dürfte weit genug hoch sein, ja, hoch genug sein. So. Wunderhübsch. Ja, komm, darf ich jetzt endlich aus dem scheiß Dings aussteigen? Danke. Dem verpasse ich noch eine Kugel. Und der da kann mir den Buckel runterrutschen. Kann er. Nein, Radio aus, bitte, danke. Oder schalten wir mal hier auf Radio X. So, da verfolgen mich jetzt zwei Patriots, aber die können mich auch gerne haben. Naja, er nennt die ganzen Soldaten immer Wochenendsoldaten. Wollen wir ihn mal eins abfeuern lassen? Feststell soll ich drücken? Das, was genutzt hat, nicht wirklich, denke ich mal. So, wir müssen noch eins weiter. Ach, die haben doch alle nichts drauf hier. Hoppala! Meine Güte. Hat einen hohen Schwerpunkt, diese Karre scheinbar. Ist beinahe umgeworfen. Ja, kommt schon. Ihr habt doch nichts drauf. So, wir müssen zu Emmett fahren. Ja, jetzt wissen wir, wo Emmett seine Waffen her hat. Und ich weiß, wo ich meine Platten her habe. Ja, komm, die fahren sich ja selber zum Schrott hier. Die Hornochsen da. Ach ja, ich glaube, wenn ich nicht erst bei allen Graffitis was kriegen würde. Ich glaube, ich würde mir jetzt hier ein paar Graffitis sprühen, aber egal. Lohnt sich ja nicht. So, die Waffe nehmen wir mit und. What the fuck? Ach, das ist einer der Patriots. So, dann holen wir uns diese Karre hier. Und, ach, eine Schutzweste wäre eigentlich nicht schlecht. Noch überlegen. Auf dem Weg hier in der Nähe ist eigentlich sogar eine. Ich glaube, ich fahre da mal durch. Ich glaube, da komme ich durch. Hätte ich vorhin eigentlich auch eben durchfahren können, ne? Ja. So, hier in der Nähe ist nämlich eine Schutzweste. Ja, toll, da war ein Tor. Aber dafür bräuchte ich ein Auto. Du gibst mir mal deinen Clover. Ja, komm her. Put. So, ich muss noch ein Stückchen weiter. Alter, hast du sie noch alle oder was? Verpiss dich von meiner Stoßstange. Alter. Kannst du dich jetzt mal verpissen? Toll. Biegst mich hier so scheiße rein. Ach, komm schon. So ein dummer kleiner Spasti. So. Ich glaube. Ach, Quatsch. Die. Schutzweste ist doch. Wo ist die Schutzweste eigentlich? Hä? Da ist die Schutzweste drin. Komm, CJ. Spring hier rauf, danke. Och komm. Hast du jetzt eigentlich nur Blödsinn im Hirn oder was? Gut, für die andere Knarre bräuchte ich das Auto, aber wo ich gerade hier bin, muss ich mir die jetzt auch noch. So, ich habe so das Gefühl, der da fährt sich da ein, bis er explodiert. Komm, CJ, du kannst auf die Motorhaube hüpfen, aber nicht auf den Kofferraum, oder was? Ja, nehmen wir die halt so. Was soll's. So, dann fahren wir jetzt zu Big Smoke.
glaube, ich habe jetzt ordentlich Zeit verplempert hier mit einer Waffe und Schutzweste. Aber egal, ist Handcase. Um das nochmal zu sagen. Ich muss doch einen kleinen Umweg fahren, nämlich hier rum. Ja. Da ist die Straße. Ich weiß ja nicht über die Schienen. Die Schiene ist blöd. So, jetzt habe ich. Ach man, das sind schon 10 Minuten. Ich habe doch bloß diese eine Mission geschafft. Meine Fresse, wo die Zeit da hingeht. Oh man, und kaum bin ich hier unterwegs, ballern mir ein paar Ballers hier das Auto fast zu Schrott. Wie diese scheiß Ballers. Habt ihr sonst keine Probleme mit denen? Na egal. Dann wollen wir jetzt mal hier OG Lock aus dem Knast abholen. So, was soll's, wen interessiert's? Ah, Big Smoke hört auch die dümmste Musik, die geht hier, Bounce FM. SFQR, Omaone, Radio Los Angeles, Radio X, da ist es doch. Oh yeah, he's a real gangster, man. Yeah, oh shit, no. What do you do? Anything he could get thrown in jail for his career. So ist das OG Loco, wir jetzt aus dem Knast ab. Da aus dem... Upsa. Lalalala. Aus dem Knast hier, da am Los Santos, keine Ahnung. Was ist da nach Pershing Square oder so? So, fahr zu Freddy's Haus, mach ich. Auf zu Freddy. What's your plan? Haha, Bolo muss mir aus dem Weg hüpfen. Free man and all. Man, I ain't free. My parole officer lined me up with a job. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that right. Ach, still, hör mal den ein bisschen so zu, bad. Was er für eine Scheiße labern. Hygiene technician. Coming up in the world, huh? Ja, ja. Hygienetechniker. Ist klar. Scheiß Klobuster bist du. Bills scheinen ein auf Hygienetechniker. Was macht der Globutzen? Na, ich denke, ich fahre hier hoch. Wird schon passen. Hoffe ich doch. Und jetzt, ja, da ist er. Fahren wir noch mal da lang und dann sind wir gleich da. Und da hübsch und dann heißt wieder Verfolgung sagen, das mit dem Motorrad. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass es klappt. Zack. Jetzt interessieren mich diese Vagos. Drück auf die Türklingel. Ja, mach ich. Und upsala, ab geht's. Ja, toll. Den muss ich jetzt komplett hier hinterherfahren. Jeffrey kriegt den eh nicht. Die einzige Möglichkeit, die es gäbe, wäre, ihn mit einem Raketenwerfer abzuballern, aber dafür müsste man ihn auflauern. Also ich habe das mal ausprobiert, das geht. Ihn ordentlich auflauern, also man müsste die Route wissen, ihn dann auflauern, warten bis er kommt und dann mit dem Raketenwerfer auf ihn ballern. Am besten den Wärmesuchenden. Come on, honey, I'm losing my patience. So kann man das dann machen, aber naja. So, das fährt er da lang. Also das Beste, ist, was ich machen kann, ist ihn einfach verfolgen bis zum Endpunkt. Und dann haben wir ihn. So, ja. Jetzt habe ich mal kurz ein bisschen bremsen müssen, weil sonst wäre ich gestürzt. Das wollte ich jetzt wirklich nicht riskieren. Ja, einen Sturz muss man nicht riskieren. Ich mach lieber vorsichtig hier. Aber keine Lust auf einen Sturz. Das kostet nämlich die meiste Zeit. So, und es geht hier ja um Schnelligkeit. Boah, Mann, müssen wir da hier so einen dummen kleinen Vagus-Wichser verfolgen. Der ist auch noch ein bisschen gegen die Richtung fährt. Catch me if you can. Und warum macht er das? Weil es kann wahrscheinlich. Alter, an der dumme kleine Jeffrey ballert mir dauernd hier am Ohr vorbei. Meine Fresse, sieht hier muss ja einen Gehörschaden schon haben hier. So oft wir das hier schon machen müssen. Ne? In Catalina, also eigentlich muss er nach am Ende
den Schaden haben, ne? Hier ist Jeffrey, ballert ihm am Ohr vorbei. Ja, Katalina hat es ja auch gemacht, da hat er sich sogar beschwert. Ah, ist ja schon cool, dass er dauernd stehen bleibt, der Typ. Da verliert man ihn so schnell. So, ich glaube, jetzt ist es auch nicht mehr weit. Komm, fahr weiter, mein Bester. Eins weiß ich, was ich hier jetzt mache, nämlich nicht in den Dings reinfahren. Weil sonst stürze ich am Ende auch nochmal. Nee, da kann ich so einen Sprung zu vollführen. Upsa. Gut, da wäre ich da ein bisschen schneller gewesen und ein bisschen weiter nach hinten noch gerutscht, wäre ich gestürzt. Aber das war ja Gott sei Dank nicht so, wir haben ihn gleich wieder eingeholt. So müsste jetzt aber doch gleich am Ende sein. Hier war eben schon der Basketball, weil das wo das Ende ist. Ah, hier waren wir beim ersten Graffiti-Sprühen. Also wo die zweite Station, wo wir gesprüht haben, war das natürlich. Hier kommen wir für Big Smoke noch mal lang. Nämlich, ach ja, guck mal da. Fällt dann da so ein Rad um, ist mittendrin, bleibt liegen, so dass man schön da. Na, hier möchte ich auch keinen Sprung vollführen. Upsa, schnell, geht mal aus dem Weg, ihr scheiß Idioten da. Okay, ich glaube, da vorne ist ja schon der Schluss. Wunderhübsch. So, dann müssen wir ihn jetzt nur noch abknallen. Wunderhübsch, der wäre erledigt. Na komm, Zwischensequenz, schenken wir uns ab aufs Motorrad und komm schon. Ouchi, Lock. Und dann verpissen wir uns. Wo verpissen wir uns denn hin am besten? Ja. Ist klar, Techniker macht da. Er macht einen auf Techniker, was macht der Klobutze? Mehr als Klobutze ist er nicht. Also mehr hat er auch nicht verdient. Ich glaube, am besten wäre es, wenn er da einfach weitermachen würde. Ja, also mit seinem dämlichen Gesang kommt er eh nicht weiter. So, was sagt denn die Uhrzeit? Ach, schon viel zu spät eigentlich. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, ich brauche viel zu lang für die ganze Scheiße. Aber die Sachen dauern. Die müssen dauern aber auch ihre Zeit. Ich weiß auch nicht. So, wie weit ist dann der Weg noch bis zu seinem Laden hier? Wo ich mich schon drauf freue, ist das Gesangsbuch von Maddox Clown. Ja, das könnte eventuell schwierig werden. Ja, obwohl, eigentlich nicht. So. Ach, das ist immer. Thanks for the ride, CJ. Don't be a stranger, fool. Yeah, for sure. Ja, komm, überspringen bitte. Like a quarter pound. Later. So, was machen wir? Wir machen die nächste Mission noch. Och ja, schon wieder diese dummen Zeitmissionen. Dann würde ich sagen, machen wir uns zu Big Smoke auf. So, was auf jeden Fall nichts wird, ist, dass ich sämtliche Big Smoke Missionen in diesem Part quetschen kann. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall eine noch machen, obwohl die Zeit ist schon auf 20 Minuten. Ich würde sagen, ich fahre jetzt noch zu Smokes Haustür und beende den Part. Und dann machen wir im nächsten weiter. Wobei, ich könnte natürlich jetzt auch hier kurz ausmachen und... Nö, ich glaube, die Anfahrt zeige ich jetzt noch. Können wir kurz machen, wir sind eh gleich da. Und dann machen wir kurz einen Schnitt und sehen uns im nächsten Part. Kann ja schon mal Verabschiedung sagen, also im nächsten Part machen wir Big Smoke. Und ja, macht's gut und ciao.